Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zum 72. Menüpart, zum 245. Gesamtpart und hier zum Fußballmanager 14 mit Manchester United. Und wir führen hier mit 1:0 bereits gegen Schalke 04 durch Robin van Persie, dritte Minute. Hier sehen wir es nochmal schön abgezogen. Keine Chance für Ron Robert Zieler. Damit führen wir mit 1:0 gegen Schalke 04, haben schon ein wichtiges Auswärtstor. Fuchs auf Glasjan Hüntelaar. Hüntelaar ist durch. Spielt ab auf Dennis Aogo. Farfan auf Hüntelaar und wir haben den Ausgleich. Siebte Minute, Glasjan Hüntelaar. So, 8. Minute, 1:1 zwischen Manchester United und Schalke 04. Reus legt sich den Ball zu weit vor, Martial, Fehlpass, Morlanda auf Reus, Martial auf Van Persie auf Çalhanoğlu, auf Raphael und Schalke ist wieder im Ballbesitz. Jefferson Farfan, der den Ball hier noch bekommt. Morlanda ist rechtzeitig da vor Hüntelaar, Fellaini auf Modric, der auf Van Persie, Santana dazwischen, Julian Draxler, Modric klärt, Çalhanoğlu auf Modric, auf Martial, Van Persie, Martial auf Rodriguez, Rodriguez auf Martial, Martial auf Van Persie, abgefälscht und es gibt hier nur Abstoß. Munterer Beginn hier auf der Veltins Arena. In Gelsenkirchen, Martial auf Van Persie und wir führen wieder mit 2:1. Robin Van Persie, 8. Tor im Wettbewerb, 20. Minute. Und hier sehen wir nochmal die Entstehung. Er kriegt den Ball von Martial in den Lauf, an das Untergebäck der Latte und rein mit 2:1 die Führung. So, mal schauen, wie Schalke 04 antworten wird. Çalhanoğlu auf Martial, Martial auf Van Persie, der jetzt angegangen wird, es müsste Freistoß geben. Oh, beziehungsweise andersrum, Stürmer faul, Freistoß Schalke durch Hövedes. Fellaini ist da, Morlon da, mit dem Pass nach vorne auf Van Persie, auf Martial. Der Franzose aber in die Hände von Ron Robert Zieler. Abschlag von Ron Robert Zieler auf Marco Höger, den Ex-Alemannen. Matip in den Lauf von Jefferson Farfan. Farfan. Aber Jones ist da, Morlon da. Auf Jones. Der auf Fellaini, Modric, Martial. Der sucht es über außen, aber er erreicht nicht mehr Çalhanoğlu. Real Madrid mit dem 2:0, Radamel Falcao mit dem Tor der 34. Mich würde natürlich interessieren, wie der VfL Wolfsburg spielt, ganz klar. Und jetzt Schalke alleine durch, aber Abseitsposition von Glasjan Hüntelaar. Dem Torschützen zum 2:1, den Holländer gegen Mexiko im Achtelfinale. So, Fuchs auf Joel Matip, auf Dennis Aogo. Raphael ist da auf Fellaini, Fellaini auf Modric. Modric auf den im Abseits stehenden Anthony Martial. Hövedes, Fellaini, Morlanda, Modric auf Reus. Reus auf einen Persi-Kopfball, aber neben den Kasten. Das wäre ja ein Ding gewesen, mit einer Vorlage vom Ex-Dortmunder Marco Reus. Zieler mit dem Abschlag, der Ex-Menu-Akteur, war ja in der Jugend mal für Manchester United aktiv. Fellaini auf Çalhanoğlu, Hövedes ist da, Wolfsburg hat ein Tor gemacht. Habe ich jetzt so gesehen, aber ob es jetzt die Führung war, Ausgleich, konntet ihr es sehen?
Johansson auf Jefferson Farfan. Wieder zurück auf Johansson. Rodriguez nochmal dazwischen, Farfan. Und unsere Mannen verhindern hier den Ausgleich. Martial spielt nach außen, erreicht Çalhanoğlu. 3 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Flanke in die Mitte. Aber dort ist niemand. Julian Traxler auf Molanda, Molanda auf Reus. Aber Rodriguez kriegt den Ball in den Lauf von Marco Reus. Der flankt sofort. Santana ist da. Molanda auf Martial, auf Van Persie, abseits. Sehen wir auch ganz klar. Wäre das nicht gewesen, stünde es hier schon 3:1. Abschlag jetzt von Ron-Robert Zieler und damit müsste die erste Halbzeit dann abgelaufen sein. Noch nicht. Rodriguez auf Van Persie auf Reus. Santana ist da, kann klären. Jefferson Farfan und jetzt der Pausentee. 45 Minuten sind gespielt, wir führen mit 2:1 durch den Doppelpack von Van Persie und Klaas-Jan Huntelaar zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Also zwei Holländer entscheiden bislang hier das Spiel. 0:0 zwischen Milan und Arsenal. 2:0 die Führung von Real Madrid über Chelsea und 1:1 zwischen Wolfsburg und Saint-Étienne. Spielergespräche, da motivieren wir jetzt mal, was das Zeug hält, weil die Noten sind alles andere als top. So, frische Massagepunkte. Spielergespräche, das sagen wir jetzt einfach mal. So haben wir uns das vorgestellt. Ich habe vor dem Spiel gesagt, gebt euer Bestes. Und dann würde ich sagen, gehen wir so rein in die zweite Halbzeit. Der Begegnung zwischen Schalke 04 und Manchester United. 2:1 die Führung für uns. Mal schauen, wie es in der zweiten Halbzeit werden wird. Çalhanoğlu setzt sich da schön gegen Araújo durch. Martial auf Van Persie. Van Persie auf Martial, auf Modric. Martial, Glanzparade Zieler und es gibt die Ecke. Getreten von Ricardo Rodriguez, unserem Schweizer Akteur. Bringt die nicht schlecht rein, Fellaini. Zum 3:1 und das 3:0 fällt auch für Real Madrid, Falcao in der 50. Fellaini mit dem ersten Tor in der Champions League. Schöne flacher Pass hier zum 3:1. Fellaini auf Van Persie auf Çalhanoğlu. Çalhanoğlu auf Martial, Martial zum 4:1. 53. Spielminute. 13. Tor im Wettbewerb für unseren Franzosen. Hier ist jemals keine Chance für Ron-Robert Zieler. So. De Gea kommt raus, kann retten. Çalhanoğlu auf Martial. Martial. Irgendwohin Wolfsburg mit dem 2:1. Ach du heilige Huntelaar. Jetzt die große Chance. Mario Gomez, 59. Farfan. Und De Gea ist da. Das wäre beinahe schief gegangen hier. Marco Reus auf Modric. Modric auf Van Persie. Van Persie in den Lauf von Marco Reus. Marco Reus auf Martial, der gelegt wird. Es gibt aber Vorteil. Jetzt wird hier Reus gelegt, aber dieses Mal gibt es Foul. Wolfsburg erhöht auf 3:1. Mario Gomez. 65. Minute und wir wechseln jetzt auch. Und zwar kommt jetzt... Oh, Martial muss raus. Nur noch eine 51er Frische. Das scheint wohl irgendwas passiert zu sein. Kommt Rooney rein. Ich muss unseren Franzosen hier schonen. Und es kommt Wayne Rooney für Schalke. Kam jetzt Grilic für Traxler. Der dann hier im Teamvergleich gedeckt wird. Grilic mit einer 73 auf OM. Ist ein generierter Spieler, glaube ich.
So. Schalke wieder im Ballbesitz, beziehungsweise wie Raphael Mollern da von Percy neben den Kasten. Manchmal muss auch sowas hier passieren. Und Schalke mit dem Abschlag Ron Robert Zieler. Çalhanoğlu ist da, Fellaini auf Modric. Schalke wieder im Ballbesitz. Fuchs stand im Abseits und wir wechseln jetzt noch mal ein zweites Mal. Und jetzt kommt hier Chinchi Kagawa für Marco Reus in die Partie. Also Ex-Dortmunder für Ex-Dortmunder. Für Schalke kommt Tim Hoogland, der zum FC Fulham gewechselt ist in der Realität, also zu Felix Magath. Modric auf Çalhanoğlu, Çalhanoğlu auf Fellaini, Fellaini auf Çalhanoğlu. Nach innen Wayne Rooney, 5-1, 72. Spielminute. Hier sehen wir es nochmal, reingerutscht zum 5. Und Schalke wechselt André Hoffmann für Felipe Santana. Hüntelaar in den Lauf von Jefferson Farfán, der jetzt hier Rodriguez fault. Es gibt den Freistoß von Morlan da und wir nehmen jetzt den letzten Wechsel im Angriff und es kommt Morata für Van Persie. Aogo auf Jefferson Farfán dribbelt sich hier durch. Phil Jones ist da vor Hüntelaar. Kagawa kommt vorbei an André Hoffmann, der Pass auf Van Persie, aber Schalke wieder im Ballbesitz. Hoogland in den Lauf von Hüntelaar, dich hier vor Hüntelaar zur Stelle. Çalhanoğlu auf Van Persie, Höger auf Grilic, Morlander auf Modric, Modric auf Van Persie, Farfán auf Höger, jetzt Van Persie auf Rooney. Kommt vorbei, Rooney, 6-1. 85. Spielminute. 8. Tor im Wettbewerb für Wayne Rooney. Und jetzt müsste der letzte Wechsel kommen, hier Morata für Robin Van Persie. So, Farfán bekommt den Ball hier. Wird gelegt von Rodriguez, das müsste die gelbe Karte geben für unseren Schweizer. Genauso sieht es aus, jetzt gelb vorbelastet Ricardo Rodriguez. Und der Freistoß jetzt für Schalke. Getreten von Fuchs. Hüntelaar, Glanzparade dich her, es gibt die Ecke. So, Ecke wurde ausgeführt, wir können klären. Çalhanoğlu zu kurz geklärt. Phil Jones, Handspiel des Schalkers Hoogland. 3 Minuten Nachspielzeit hier in der Veltins-Arena zu Gelsenkirchen. Das Finalstadion zum Champions League Finale 2004 zwischen MFC Porto und AS Monaco. Jetzt wieder ein Foul hier von Schalke, es gibt den Freistoß. Aus aussichtsreicher Position Luka Modric in die Arme von Ron Robert Zieler. Das müsste, glaube ich, jetzt die letzte Aktion gewesen sein. Noch nicht. Fellaini auf Modric, Höger. Und das war jetzt die letzte Aktion des Spiels. Wir gewinnen mit 6:1 auswärts. Bei Schalke 04 in der Veltins Arena haben damit gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse. War ein wirklich schönes Spiel unserer Jungs hier. Und ich würde mal sagen, wir sehen hier die Ergebnisse der anderen Partien. Der FC Arsenal gewinnt mit 1:0 beim AC Mailand. 3:1 der Erfolg von Real Madrid gegen Chelsea. Und der VfL Wolfsburg 4:1 gegen Saint-Étienne siegreich. Wir sehen sie 11:3 Schüsse von uns auf Tor, 7:3.
55-45% Ballbesitz. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht es gut. Euer Sphinx Mino 007. Servus.